Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, Freunde, wir machen jetzt gleich weiter. Ich habe jetzt allerdings ein, zwei Sachen entdeckt in der Zwischenzeit seit dem letzten Part. Zum einen dahin den Baum. Ich habe da einfach die goldene Saat nicht mitgenommen. Habe ich jetzt eingesammelt. Jetzt habe ich drei Stück, aber ich brauche jetzt anscheinend mindestens vier. Und es war nachts und hier ist wieder so ein Dunkelkavallerist aufgetaucht. Und den versuche ich jetzt mal mit euch gemeinsam zu besiegen, Freunde. Mal schauen, ob das was wird. Ist natürlich jetzt ein ganz anderes Level als der letzte. Ja, auf jeden Fall gerne weiter unterstützen. Oh, shit. Und natürlich auch gerne Videobeschreibung abchecken. Okay, der Schaden ist ganz gut von uns. Okay, seiner aber auch. Seiner aber auch. So, guck mal her jetzt hier. Ja, zack. Du Sau, ey. Du Sau, du, ey. Boah, Alter. Komm, komm, komm. Shit. Komm schon, Johnny! Johnny! Alter! So, nochmal einen mitgegeben. Komm her jetzt! Nein! Jetzt bin ich tot. Ich bin safe tot, oder? Ah, shit. Na, ah, ich bin tot, ja. Ich kam da nicht mehr weg. Scheiße, ey. Mann. Fängt er gut an. Fängt er gut an, Freunde, wa? Naja. Probieren wir es nochmal. Ich glaube, der ist, der fällt jetzt. Ach ja, Leute. Naja. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ist es mit diesem Dunkelkavallerist auch eine Questline oder was? Ist es jetzt noch nachts? Nee. Warum stellt sich das immer um, ey? Dass du stirbst und das dann wieder verändern musst. Es ist alleine, das dauert doch schon wieder. Das dauert doch hier bei der Scheiße, das dauert doch schon so lange. Ich will doch einfach, wenn ich besiegt wurde, sagen wir mal so, will ich es doch direkt nochmal probieren, Mensch. So, nochmal. Ja, keine Ahnung, ist es mit dem auch eine Quest, genauso wie mit diesem Seefahrer oder sowas? Dass wir die jetzt öfters sehen, öfters besiegen müssen. Nee, das lässt du sein. Oh, das lässt du sein. Komm, komm, komm. Jetzt macht er hier wieder seine Scheiße, ja. Oh, hängt er fest? Oh, angetäuscht hat er mich. Angelockt mit seinem angetäuschten Schlag. So, nochmal einen mitgegeben. Also vom Schaden her sind wir richtig krass dabei. Schwert ist auch massiv aufgelevelt, muss man immer sagen. Beweg dich doch, Alter, was ist los? Was? Oh, was? Die anderen sollen nicht dazwischen kommen, ey, die nerven. So, nochmal einen mitgegeben. Komm hierher, genau. So, nochmal einen mitgegeben. Nochmal einen mitgegeben. Wo ist er? Wo ist er? Oh, Glück gehabt. Nochmal einen mitgegeben. Beweg dich. Nochmal einen mitgegeben. Wer ist gleich tot? Alden. Weg, 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 weg. Jawohl! Let's go! Hey! Boah. Geteilte Ordnung. Okay. 10.000 Seelen nur. Na gut. Na, es geht. Es geht. So, gut. Hätten wir das auch geschafft. Und dann können wir jetzt kurz hier rasten, damit ich die Map aufrufen kann. Und dann gehen wir, glaube ich, hier. Ich gehe mir hier weiter, Ich weiß es nicht. Wir haben. Doch, ich gehe hier erstmal weiter. Wir haben so viel noch zu entdecken. Wir haben,
quasi hier, obwohl da sind wir schon ein bisschen lang gelaufen. Wir müssen immer noch gucken, wie wir hier in den scheiß Turm reinkommen. Ich begreife es bis jetzt nicht. Wir haben hier noch den Drachen irgendwo. Wo war denn der? Ich glaube, hier war der, wa? Ich glaube hier. Ja, doch. Ich glaube, war da. War da der Drache? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Hier sind wir noch gar nicht lang gelaufen. Wir haben noch einiges. Hier den Baum und den anderen Baum hier oben. Und hier ist noch ein Baum. Ja. Aber ich gehe jetzt erstmal da weiter. Ich gehe jetzt trotzdem da erstmal weiter. Und schau mal, was ich da machen kann. Noch in einem Anfangsgebiet, das zweite Gebiet. Keine Ahnung. Content wird uns nicht ausgehen. Es ist. Keine Ahnung, ja. So. Es fängt ja schon hier an. Auch hier. Hier hätte man auch schon langlaufen können. Guck mal, hier ist bestimmt auch 100% was. Da ist 100% irgendwas. Ja. Hier ist ein Dungeon. Das ist irgendwas bestimmt. Das auch, ja. Ich gehe jetzt erstmal straight den Weg. Sind wir straight auf dem Weg? Ja, einfach hier hoch. Ich gehe jetzt erstmal straight den Weg hier hoch. Okay, ich kann mein Ding jetzt rufen. Warum? Holy shit. Das ist nicht dein Ernst. Was ist das denn für einer? Ist das ein normaler Gegner oder was? Ich mach kaum Schaden, ey. Was ist denn hier los? Warum trifft das nicht? Ich häng fest. Ja, Glück gehabt. Boom, Junge. Boom, Junge. Gargoyle Großaxt. Heiliger Bimbam, Junge. Der Großschwert. Was? Ritter Großschwert? Alter. Da ist sie. Boah. Das knallt rein, ey. Ja. Was ist das denn da drüben? Okay, wenn das einfach mal so ein. Ja, das war ja nicht mal ein Zwischenboss. Das war ja einfach nur ein normaler. Großer, aber Gegner. Okay. Kann man mal machen. Ah, guck mal hier. Was ist denn hier los, ey? Warum sind die hier am laufenden Band verteilt? No, zwei Stück nochmal, Alter. Das sollte da jetzt mal reichen. Jetzt habe ich fünf Saat. Das sollte doch langsam mal reichen jetzt hier für ein weiteres Level. Es werde Verwirrung. So viel Bullshit, Nachricht, also wirklich 90% der Nachrichten sind einfach nur Bullshit. Es ist wie das Internet. Jeder denkt, er müsste dann richtig den nächsten coolen Spruch landen. Da könnte man jetzt lang klatschen. Ja, wie gesagt, hier ist auf jeden Fall Action, hier ist Baum-Action, Dungeon-Action. Was ist das denn hier, ey? Sieht aus wie ein Schraubenzieher oder sowas, keine Ahnung. Ah, ich sehe dich da oben. Jawohl. Goldene Parade. Okay, da ist Wasser. Guck der Riese hin, ey.
Warum guckt der Riese ins Wasser rein? War so nah an dem Baum, ey. Ja, ich gehe erstmal, wie gesagt, ich gehe erstmal straight hier hoch. Au! Wie hat der Typ mich jetzt gerade mit seiner Fackel getroffen, ohne mich zu treffen? Der war doch noch einen Meter entfernt. Kein großer Baum voraus. Rücken anbieten. Verlorene Kriegsasche. Tür? Immer noch kein Elden Ring. Hä? Okay. Okay. Tja, das ist schon wieder Fragen über Fragen, ey. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was jetzt schon wieder Phase ist. Vielleicht müssen wir... Was sind das für Stäbe da im Boden überall verteilt? Keine Ahnung, vielleicht müssen wir hier auf der anderen Seite erstmal was erledigen, dass das Tor aufgeht irgendwie. Müssen wir erst würdig sein oder was? Vielleicht irgendwie so einen Zwischenboss besiegen, damit wir da reinkommen können oder was? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Gut, dann gehen wir doch erstmal hier lang. Oder gehen wir hier weiter lang? Oh. Das hat doch irgendjemand geworfen, irgendwie so einen riesiger Riese, Alter. Vorne geht's auch durch. Was denn da oben? Fledermäuse? Ach, ja, keine Ahnung, Auch gar kein Ansatz. Warum ist die Tür verschlossen? Was müssen wir machen? Gar kein Ansatz. Einfach mal los. Achso. Goldene Rune 10. Achso, ja, die mega krasse Rune, die ich gefunden habe beim letzten Mal, die habe ich auch eingesetzt fürs Level. Ist das jetzt hier? Hallo? Regenbogenstein. Sonst noch hier irgendwas? Nee. Ach Mann, ey. Ich das hasse, dass ich absolut gar keinen Ansatz habe wegen der Tür, wa? Außer weiter zu erkunden. Gut, bleibt nichts anderes übrig, ja. Bleibt nichts anderes übrig, erstmal. Wir haben zwar noch den einen Spawnpunkt da drinnen, aber der war ja nach vorne hin, war da so ein Riese, den würde ich bestimmt jetzt mittlerweile schaffen. Aber nach hinten war ja ein Lift, wo man aber nicht den Fahrstuhl rufen konnte von oben. Wo man dann wahrscheinlich von unten erst rankommen muss.
kommen noch. Shit. Mensch! Hör doch auf! Mensch! Jo, genau. Wo ist er? Auch diese Stehe, also diese Banner, weißt du, diese weißen Zauberbanner, was bedeutet das? Ja? Auf jeden Fall ein riesiges Schlachtfeld gewesen. Das sieht echt aus, als hätte hier ein Riese die Dinger hier reingeballert, reingeworfen wie so ein Speer, weißt du? Das ist schon wieder mega spannend, ey. Ah, guck mal hier. Hier geht's hoch. Wieder so ein Ding. Was bedeutet das, Alter? Die zweite Verteidigung von Lane Dell. Das grausame Mal türmte die Leichen der Helden bis in den Himmel. Doch der Erdenbaum. Der Erdenbaum? Ja. Oh, gar nichts. Doch der Erdenbaum. Aha. Kann man auch noch runter. Einschlag. Aha! Genau, Alter, was geht denn jetzt ab? Das sind 1, 2. Ist da über meinen Kopf auch noch einer von denen? Komm her, yeah! Die Erfahrungspunkte nehmen wir natürlich gerne mit. Das müsste eigentlich schon wieder fast ein Level sein, ne? Gut, oh Mann, ey, Leute. Egal, komm, gehen wir da weiter. Vielleicht kommt man von da oben rein irgendwie. Weißt du? Von da irgendwie, weißt du, dass du nicht erst. Aber auf was ballern die? Auf wen oder was ballern die? Wahrscheinlich gleich auf mich, aber. Haben wir hier noch irgendwie was? Imitator. Schmiedestein 5. Wir brauchen Schmiedestein 6 unbedingt. Safe in den Level reichen. So, weg. Denke ich. Obwohl, wir haben ja auch noch Rune. Geh zurück! Ja, ich hab's ja gesehen, Leute. Ruhig, ruhig, ruhig.
Ah, guck mal hier, da ist sogar ein Händler. Dann gehen wir doch erstmal zum Händler. Is someone there? A customer? Well, how long has it been? Er sagt aber lange nicht gesehen. Wir haben uns noch nie gesehen. Es sei denn, es ist wirklich immer die gleiche Figur. Goldene Sonnenblume. Kann natürlich sein, dass es immer der gleiche Typ ist, oder? Goldener Großpfeil. Nee, Bruder, du hast leider nichts Interessantes. Nur Scheiße bei dir. Wäre ganz cool, wenn der auch so als Joke sagen würde, what are you buying? Resident Evil 4 Remake muss auch kommen, oder? Das wäre so krass, Mann. Das wäre richtig krass. So, reicht das für ein Level? Oder nicht? Nein! Nicht. Der sollte es aber, glaube ich, reichen. Ach, scheiße, sogar 1200 gewesen. Gut. Stufenaufstieg. Guck mal, hier sind wir schon 40. Es geht aber trotzdem immer noch 3 hoch. Es geht immer noch 3 hoch. Vom Schaden her. Es gibt anscheinend kein Softlock. Hier, Softcap meine ich. Geht es immer weiter hoch. Also wenn ich jetzt keine Scheiße habe, ich glaube bei Dark Souls und so war das immer so, ab 40 geht es dann nicht mehr so hoch. Dann geht es irgendwie gefühlt pro Level nur noch ein hoch. Das sind immer noch 3 Stück. Kondition? Komme ich eigentlich klar mit, ehrlich gesagt. 20 ist jetzt nicht viel. Ja, komm. Ich mach Kraft jetzt erstmal als nächstes auf 30, ja. Entweder auf 30 oder so, dass ich 1000 Lebenserinnere hier. Nein, so. Mal schauen. So, erstmal weiter hier. Oh, was geht hier ab? Okay. Was geht mit der Mucke, Alter? Was geht mit der Mucke? Nur wegen den Köpfen oder was? Die können doch nichts. Wo bin ich hier überhaupt? Ach, ich kann nicht auf die Map zugreifen. Ach, bitte ändert das, Alter. Hoffentlich ändern die das noch. Das ist wirklich so eine Sache, die geht mir echt auf den Senkel. Was ist denn jetzt los? Es geht! Nicht stehen, anvisieren! Jetzt treff ihn nochmal, da müssen wir. Okay. Gut, dass ich da plötzlich in einem Bossfight mich wiederfinde. Aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Shit. Ach nee, wirklich einer der größte Bossfight für mich persönlich. Für mich persönlich ist der größte Bossfight die Ladezeit. Ich weiß, ich habe das jetzt oft erwähnt, aber Alter. Ist mir egal, Mann. Ich werde es noch mal erwähnen, weil wir ja noch gefühlt 50, 80, ja, was heißt 50, wahrscheinlich noch 100 Folgen vor uns haben gefühlt. Das hat ja gar nicht mehr auf, das Game. Ist geil, so an sich ist geil, aber als Projekt hier auf YouTube, bin ich ja mal gespannt, wie viele dann noch am Start sind, wenn ihr diese Folge seht. Da bin ich ja mal ganz gespannt. So, warum kommt der jetzt nicht? Weil ihr abfuckt, ihr kleinen Wichser, oder was? Warum kommt der jetzt nicht? Was ist da unten, ne? Mein Gott, Alter, willst du sterben unbedingt?
guck mal, hier ist einer der Bäume. Kommt der nicht, weil... weil die Zeit nicht richtig ist, oder was? Muss der auch bei der Dunkelheit sein? Also kommt der auch nur bei der Dunkelheit? Gehen wir nochmal zurück. Ach, ey, das ist auch nervig. Das sind eigentlich nur, es sind nur so Komfortsachen, weißt du, aber wenn du in der Dunkelheit stirbst, also es ist die ganze Zeit, da, immer ist es hell, immer ist es hell. Auch wenn du im Hellen stirbst, dann wird es nicht plötzlich dunkel, sondern es bleibt hell. Wenn du im Dunkeln stirbst, wird es hell. Hä? Obwohl aber einige nur bei der Dunkelheit sind. Gefühl muss es ja immer selber manuell, am besten jedes einzelne Feuer, wo du bist, draußen unterwegs bist, am besten einmal auf Dunkel stellen und dann komplett durch die Gegend rennen, ne? Weil es ja nur in der Dunkelheit gewisse Bosse gibt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es auch gewisse Bosse nur gewinnen, es hell ist. Weiß nicht. Schauen wir mal, ob es überhaupt bei dem so ist. Oder ob es eine einmalige Sache war. Keine Ahnung, ne? Obwohl ich das eher nicht denke, aber... schauen wir doch mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich kann nicht mal auf hier. Hier müsste es gewesen sein. Und kommt er? Ja, okay, nur bei der Dunkelheit. Okay. Ich mache aber auf jeden Fall mehr Schaden. Wo bin ich? Beweg dich. Steh halt einfach nicht auf. Gott, geht ihr mir auf den Sack, Alter. Ich darf natürlich meinen Unterstützer nicht rufen. Sollen das, Alter, schon wieder gegen 38 Gegner hier kämpfen? Ach, kein Bock mehr. Kein Bock. Was ist denn hier los, ey? Kein Bock. Kein Bock auf den gerade. Kein Nerv, ey, gerade für so einen Kampf. Ich überlege, warte mal. Hm, ja, jetzt ist es nämlich wieder hier. Oh, ist es also wirklich. Heute nicht so gechillt drauf. Ich weiß gar nicht warum, Freunde. Ich weiß gar nicht warum. Ich beruhige mich wieder. Ich merke selber gar nicht, dass ich schon wieder zu salty werde, ohne Grund. Ich merk's. Will ich gar nicht sein, aber naja, gut. Manchmal kann man es nicht verhindern, weißt du? Manchmal kann man es nicht verhindern. Aber ich überlege gerade. Das wäre jetzt auch zu umständlich. Aber man könnte natürlich außerhalb, sag ich mal, von der Kampfarena. Erstmal den einen oder anderen Kopf einfach wegballern, aus der Distanz. Das können, so viel könnte man sich die Zeit nehmen, ne? Das würde wahrscheinlich ganz gut funktionieren hier. Die kleinen Pisser. Dann markieren wir uns, hab ich markiert. Kommen wir irgendwann zurück. Erinnere mich. Falls ich es vergesse. Sollen wir zum Baum gehen? Soll ich da kurz mal gucken, ob der auch so ein Baumboy ist? Der hat mir auch noch mal kurz den Arsch aufreißt, dass wir dann die nächste Markierung reinballern können. Wurzelharz. Wo bin ich denn jetzt hier technisch gesehen? Ah. Was geht ab? Was war das? Ach, die schießen. Ach so. Die schießen mit dem Fall auf den kleinen Pennerzug da, oder was das sein soll. Geht ab, Alter. Ja, okay. Ist kein Baumboy, ist jemand anderes. So einen habe ich aber auch schon mal besiegt. In normaler Form. Aber jetzt so in Bossform? Ist gar kein Boss, ist ein normaler Gegner. Okay, alles klar. Nimm dir die Scheiße einfach! Was aber geil ist, wie lang das anhält, war das Fett. Das Magiefett ist richtig. Also wahrscheinlich die anderen auch. Ja, das ist ein normaler Gegner. Okay. Oh,
Junge, Balsam für die Seele, für die geschändete Seele gerade eben quasi. Kann man schon fast sagen, ja. Okay, Doki. So, wir gucken auch gleich mal, was wir da für Tränen bekommen haben für den mega super Trank. Ist hier auch noch irgendwas zu entdecken? Was hat es mit diesen Vögeln auf sich, wa? Als wenn das irgendeine Bedeutung hatte. Die sind ja wirklich überall, seit Anfang. Seit Anfang an. So. Ach, übrigens. Ja. Habe ich am Anfang, glaube ich, zwei oder dreimal erwähnt mit der goldenen Saat und setze trotzdem nicht ein. Hey, frag mich nicht. Das ist ein. Das hatten wir. Das ist neu. Verändert kurz den Runenverlust beim Tod. Ja, was heißt das? Verringert Kurs des Ausrüstungsgewichts. Was soll das bringen, bitte? Also, was soll das bringen mit dem Ausrüstungsgewicht? Was ist kurzzeitig vor allem? Was soll das bringen? Ich überlege gerade, was. In welcher Situation sollte man das anwenden? Vor allem, wenn du so krasse Sachen als Alternative hast. Und was heißt kurz? Müsstest du auch erstmal wahrscheinlich auschecken, ne? Ah, jetzt haben sie mich im Visier. Warum schießt euch gegenseitig ab? Boah! Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, was muss ich eigentlich einsetzen, dass ich schneller vom Boden auf... Also, was muss ich eigentlich machen? Shit. Okay, der eine kommt an, glaube ich. Der andere ist aber noch aktiv hier auf Bogen-Action. Okay. Ja, aber auch noch, ey. Ja, mach! Oh, 3D-Style, Alter. No, das gibt's doch nicht, ey. Wie viel Pech kann man haben, ey? Sag mal. Oh. Du Sackgesicht, ey. Ich komme da nicht ran. Ah doch. Ach scheiße, verkackt. Ich Idiot. Och. Der Felsen! Oh, Glück gehabt. Oh mein Gott.
Scheiße sein. Den kann man anscheinend nicht so fallen bringen, oder? Was ist das? Seine Schwachpunkte an der Waffe. Oh, Junge. Gut. Vielleicht bleiben die ja für immer weg. Ich habe keine Ahnung. Gut, Freunde, ich würde aber sagen, hier mache ich erstmal Schluss und dann gehst du da hinten beim nächsten Mal weiter. Schauen wir mal, ob wir vielleicht dort irgendwie in das Schloss reinkommen können. Oder irgendwas machen können, damit das Tor aufgeht. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen, Freunde. Danke fürs Zusehen. Lasst gerne ein bisschen Liebe da für das Video. Würde mich freuen. Und haut rein. Tschüss.